So, hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen an alle Teilnehmenden heute zu unserem Online-Seminar mit dem Thema der Zeiterfassung 2.0. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über jede und jeden Wiederholungstäter, die hier mit dabei sind. Und ja, denke, dass wir wieder ein interessantes Programm heute zusammengepackt haben. Manu wird mich heute unterstützen, da werden wir aber nachher dazu kommen. Ich habe noch ja, fürs Intro noch ein paar Themen, die ich gerne vorher vorstellen möchte. Vielleicht vom Ablauf her ganz kurz. Wir werden im Prinzip jetzt wieder mit der Agenda starten. Ich werde ein kurzes ja, Intro geben zum Thema der Zeiterfassung. Die Annika ist heute mit dabei im Hintergrund, die den Chat ja, bewacht und guckt, dass er euch da entsprechend gleich mit den entsprechenden Informationen versorgt, beziehungsweise euch die Antworten auf eure Fragen dann gleich in den Chat reinschreiben kann. Die Annika wird zum Schluss auch noch mit dabei sein bei der Q&A-Session. Das heißt, bei allen Fragen, die dann von euch kommen, wird sie dann hinterher mit dem Manu und mir die Fragen dann beantworten, die vielleicht noch offen geblieben sind. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß und vor allem eine interessante Veranstaltung. Ich gebe einfach mal oder gehe einfach mal in die Überleitung auf die Agenda ein. Das werden also die Themen sein, die zwei, die wir haben. Also der Fokus liegt heute wirklich auf die Zeiterfassung, Zeiterfassung 2.0. Fragen der Webinar-Teilnehmenden, die wir da dann im Nachgang noch bearbeiten werden. Und ja, erfahrungsgemäß wird es nicht bei den 45 Minuten bleiben. In den meisten Fällen haben wir dann doch mal immer wieder ein paar mehr Fragen, die dann zum Schluss kommen. Ja, ich möchte zunächst einmal in das Thema der Zeiterfassung einsteigen und einfach mal kurz aufzeigen anhand eines Zeitstrahls, wie wir ja, die Zeiterfassung bei uns peu à peu dann eingeführt haben, was es für Stufen gab. Also zunächst einmal haben wir Anfang 2018, im Februar 2018, haben wir die erste GraphNode-App in die Stores gebracht. Das heißt, es war so ein Stück weit auch unsere, ja, ich möchte nicht sagen Geburtsstunde. Geburtsstunde war ja dann schon in 2017, aber im Prinzip, wo wir die ersten Erkenntnisse bzw. die erste App dann wirklich live geschalten haben. Das erste Mal, wo wir im Prinzip mit einer Zeiterfassung gestartet haben, das war die aufgabenbasierte Zeiterfassung. Das heißt, wir haben hier Mitte 2019 in die Aufgaben, die in GraphNode erzeugt und erstellt werden konnten, haben wir eine Zeiterfassung mit integriert gehabt. Das erste Mal, wo wir uns mit dem Thema projektbasierte Zeiterfassung beschäftigt haben, beziehungsweise die dann ausgerollt haben, das war Ende August 2020, also vor einem guten Jahr, und haben da dazu auch gleich das Arbeitszeiten-Dashboard gebracht, das heißt die Möglichkeit, die erfassten Arbeitszeiten auch entsprechend auswerten zu können. Wir sind dann weitergegangen, Ende 2020, das heißt im Dezember 2020 haben wir auch den CSV-Export aus dem Arbeitszeiten-Dashboard gebracht. Das heißt, dass man im Prinzip die erfassten Zeiten im Arbeitszeiten-Dashboard entsprechend auswerten konnte und dann über den CSV-Export ja, zur Verfügung stellen konnte, um hier gegebenenfalls das Ganze dann in Excel weiter zu bearbeiten oder gegebenenfalls auch in irgendeinem weiterführenden Programm dann weiter zu oder einzulesen, weiter zu verarbeiten. Ja, im Juni diesen Jahres haben wir dann die Stechuhr in Anführungszeichen, also die Start-Stopp-Funktionalität in den mobilen Apps zur Verfügung gestellt. Das heißt, bisher, das, was wir im August 2020 gebracht haben, war ja die manuelle Zeiterfassung über die Uhrfunktion. Und wie gesagt, im Juni 2021 dann die Einführung der Start-Stopp-Funktionalität. Das haben wir dann ergänzt mit der Schnittstellenübergabe von erfassten Zeiten im September diesen Jahres. Das heißt, dass jetzt auch über die Schnittstelle, die wir zur Verfügung stehen oder stellen,
Wir hatten das ja vor kurzem auch ja, im September bereits schon ja, in dem Online-Seminar, was wir mit QMe zusammen gemacht haben, auch mal kurz angeteasert, dass wir jetzt die Übergabe der Schnittstellen auch, die Übergabe der Zeiten auch über die Schnittstellen ermöglichen. Irgendwo in 2021 haben wir auch mit reingebracht, dass man Notizfelder mit in die Zeitenerfassung mit reinbringen kann und dass das auch im Dashboard dann angezeigt wird. Da habe ich jetzt allerdings kein genaues Datum mehr, wann wir das mit eingefügt haben. Ja, und letzten Monat, jetzt im Oktober, hatten wir dann den Excel-Export aus den Arbeitszeiten, aus dem Arbeitszeiten-Dashboard ja, mit reingebracht. Und das wird unter anderem auch ein Thema sein, was der Manuel nachher dann nochmal im Detail zeigt und wie man da am besten mitarbeitet. Ich gehe gerade mal eins weiter, und zwar die Zeiterfassung in CraftNote. Also bei unserer Zeiterfassung war von vornherein der Plan, beziehungsweise auch von vornherein die Projektierung in der Form, dass wir eine projektbezogene Zeiterfassung und keine Lohnzeiterfassung ja, programmiert haben. Was bedeutet das? Zunächst einmal wissen wir, dass einige unserer Hardcore-User sich ja, CraftNote und die Zeiterfassung in CraftNote auch in der Form erweitert haben, dass sie quasi die Lohnzeiterfassung darüber auch ja, machen können, indem sie sich verschiedene Arbeitsarten zum Beispiel erzeugt haben, indem sie sich verschiedene Projekte, wo dann unterschiedlichste Zeiten erfasst werden, kreiert haben. Was uns, ja, sagen wir mal, zu einer Lohnzeiterfassung fehlt, ist eigentlich, was auch im Hintergrund abläuft. Das heißt hier zum Beispiel, dass wir keine Zeiterfassungsausgabe dann als Wochenstunden, als volle Tagesstunden, als Wochenstunden oder als Monatsstunden den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen können. Wir haben keine Arbeitszeitkonten, heißt ganz konkret, dass wir zum Beispiel für das Thema Überstunden im Hintergrund keine Tabellen oder Auflistungen haben, Urlaubskonten, Kranktage, die da entsprechend gepflegt werden können, die dann entsprechend da ausgewertet und übergeben werden können. Also das sind alles Themen, die eigentlich eine vollwertige Lohnzeiterfassung ja, bedürfen. Ich gehe noch mal ganz kurz ein, für was im Prinzip die Projektzeiterfassung von unserer Seite her geplant war. Einmal das Thema, dass man ein Monitoring machen kann von Projektzeiten. Das heißt, ich kann auswerten, zum Beispiel, welche Zeiten sind auf das Projekt gelaufen, vielleicht vergleichen in meiner Branchenlösung, was für Zeiten habe ich denn da drauf kalkuliert auf diese Projekte. Aber auch eine Filtermöglichkeit, was zum Beispiel möglich ist, dass wir zum Beispiel sagt, okay, man hat eine Arbeitsart, die man wählt, da wird der Manuel nachher noch drauf eingehen, eine Arbeitsart, die man wählt, zum Beispiel als Nachweisstunden, das heißt, dass die Mitarbeitenden ihre Arbeitszeiten dann als Nachweisstunden mit einbuchen und dass man solche Auswertungen dann über CraftNote und über das Dashboard machen kann. Also, wie gesagt, hier nochmal der Punkt. Wir haben zunächst einmal eine projektbezogene Zeiterfassung, keine Lohnzeiterfassung mit integriert. Und da wird der Manuel sicher nachher auch noch oder jetzt gleich dann auch nochmal drauf eingehen. Ich würde ja in diesem Step einfach mal den Manuel direkt mit dazu nehmen. Und ja, herzlich willkommen in dieser Show. Wunderschönen guten Abend an alle. Freut mich, wieder dabei zu sein. Ja, Manu, ich habe dich ja in den letzten Online-Seminaren dann immer mal wieder auch schon kurz vorgestellt. Vielleicht sagst du einfach für unsere neuen User noch mal zwei, drei Sätze zu dir und deiner Funktion, vielleicht wie lange du dabei bist, auch noch dazu. Selbstverständlich. Ich bin Manuel Lohner. Ich bin hier in der Position des Product Owners, nennt sich das auf Neudeutsch. Das heißt, ich bin der Produktverantwortliche, der sich darum kümmert, was als nächstes entwickelt wird und warum es entwickelt wird und wie es entwickelt wird. Das heißt, viele von euch kennen mich vielleicht schon, weil ich das ein oder andere Gespräch mit euch hatte. Und dabei bin ich seit Anfang 2018, um konkret zu sein, seit März 2018. Prima.
Also, wir werden ja nachher noch kurz unsere zweite Person als Product Owner in CraftNote noch kennenlernen. Die Annika hat ja im Prinzip vom Titel her das Gleiche. Ja, teilt euch im Prinzip den Bereich auf. Aber da kommen wir nachher dazu. Ja, Manuel, ich würde sagen, du startest gleich in dein Thema rein, gibst vielleicht einen kurzen Überblick, was du so präsentieren möchtest. Und ja, dann erfolgreiches Seminar. Dann mache ich meine Kamera mal für einen Moment aus. Vielen lieben Dank. Ihr habt es alle in der Einladung schon gesehen. Wir haben vier Punkte, auf die ich speziell eingehen möchte. Ich gehe einmal durch die Oberpunkte durch, bevor wir ins Detail gehen. Lasst euch davon nicht ablenken. Ich habe meinen Bildschirm schon geteilt, wo wir bereits in der Web-App sind. Das Erste, was ich euch zeigen möchte und wo ich euch ausführlich erklären möchte, was wir geändert haben in den letzten Wochen und wie es zu bedienen ist, ist die Arbeitszeitauswertung oder das Arbeitszeiten-Dashboard. Da gehe ich allgemein darauf ein, wie es aufgebaut ist, was für Möglichkeiten der Filterung und der Suche man hat und wie man das Ganze dann verwendet. Das richtige Verwenden ist dann der zweite Punkt. Hier gehe ich auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, wie man das bedient und was man für, ja, was man für Ergebnisse daraus bekommt. Das bedeutet, wie kann ich meine Mitarbeiter und meine Projekte auswerten und welche Daten kann ich da daraus rauslesen. Da möchte ich mich nochmal ganz kurz bedanken für all die Gespräche, die ich mit den Kunden hatte, die gesagt haben, was sie brauchen und wie sie die Daten brauchen und was bisher im analogen Umfeld so nicht möglich war, also mit den händischen Stundenzetteln. Dann möchte ich darauf eingehen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, die Zeiten zu exportieren. Welche Arten gibt es? Und auch nochmal ganz kurz auf das Thema Schnittstelle eingehen. Und als letzten Punkt wechsle ich dann in die mobile Arbeitszeiterfassung, damit man einmal sieht, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie es aufgebaut ist. Und da möchte ich auch noch insgesamt auf das Thema Rollen und Rechte eingehen. Also wer kann etwas erfassen? Wer kann nur lesen? Wie lange können Arbeitszeiten nachträglich geändert werden? Und was gibt es für Unterschiede zwischen Basic und Pro? Wie ist das aktuell gemacht? Gut, dann starte ich einmal in den ganz generellen Aufbau der Arbeitszeitenauswertung, die wir in der Web-App haben. Das heißt, ihr loggt euch ganz normal in der Web-App ein. Ich bin jetzt hier eingeloggt als Inhaber, denn hier erstes Wort, ihr als, also ich gehe davon aus, dass der Großteil Inhaber, Geschäftsführer und Co. sind. Ihr braucht den Überblick. Und ihr müsst wissen, was auf den Baustellen läuft und was nicht läuft, wo Zeiten erfasst worden sind und dementsprechend nicht, um dann nochmal nachzujustieren, um die Rechnungen vorzubereiten und so weiter und so fort. Also, ihr seid in der Web-App eingeloggt als Inhaber und habt dann eine ähnliche Ansicht, die ich hier habe. Ich erkläre euch einmal den Aufbau der Tabelle und was man damit machen kann. Also wir haben jetzt in dem Release, das vor ungefähr 3, 4 Wochen kam, die Tabelle nochmal etwas umgebaut. Also die erste Spalte beschreibt den Ordner und das Projekt. Das bedeutet, wenn ein Projektordner oben drüber ist, über dem Projekt sozusagen, dann wird das genannt. Konkretes Beispiel hier, wir haben einen Ordner, der heißt 2 Ausführungen, dann ist es mit dem Strich getrennt und dann ist es Bauvorhaben Meier Heizung. In der zweiten Spalte sehen wir den Mitarbeiter, der die entsprechende Zeit erfasst hat oder für den die entsprechende Zeit erfasst wurde. Denn kommen wir später noch drauf beim Erfassen der Zeit. Es kann der Projektleiter, wie wir es nennen, also der Capo oder der Polier, dementsprechend auch für andere Kollegen die Zeiten erfassen. Das ist hier einmal der Nachname und dann der Vorname und dementsprechend kann man dann auch sortieren. Dann haben wir hier den Punkt Arbeitsart. Diese Arbeitsarten kann man selbst anlegen. Von Grund auf liefern wir bei CraftNote 2 verschiedene Arbeitsarten, einfach nur, um euch hier ein Beispiel zu geben. Einmal ist es die Arbeitszeit und einmal ist es die Fahrzeit. Ihr könnt da beliebig viele eigene hinterlegen. Die können auch einen Nummerncode besitzen. Das heißt, ihr seid da frei in der Auswahl.
Die vierte Spalte ist jetzt interessant, weil das war jetzt eine der Änderungen, die vor 4 Wochen passiert ist, vor rund 4 Wochen, dass die Notiz hier direkt mit angezeigt wurde und nicht hinten nur die Information da ist, dass es eine Notiz gibt. Das heißt, falls dort irgendwas Spezielles vorgefallen ist, falls dort noch irgendwelche weiteren Bemerkungen relevant sind, zusätzlich zu dem reinen, zu der reinen Arbeitsart, Arbeitszeit, wie wir sie hier genannt haben, dann kann der Kollege das dann dementsprechend vermerken und dann habt ihr einen besseren Überblick. Weiterhin integriert in diese Liste sind die Arbeitszeiten, die auch aus den Aufgaben kommen. Das heißt, falls es eine Aufgabe gibt, wird hier der Aufgabenname dargestellt. Eine Änderung, die damit auch einhergeht, ist, man kann ja mehrere Arbeitszeiten in einer Aufgabe erfassen. Das wird jetzt nicht mehr zum Auf- und Zuklappen gemacht, wie das vorher war, sondern es wird einfach als einzelner Eintrag, als einzelne Zeile dargestellt. Dann kommen wir zur vorletzten Spalte. Das ist das Datum, wann die Zeit erfasst wurde. Also wann hat der korrekt gearbeitet? Das heißt, der Herr Steffen hat am 26.10. In dem Fall diese 1 Minute Arbeitszeit erfasst. Das heißt also, wann wurde das gemacht? So, wie ihr hier seht, alle Spalten, nach denen kann man sortieren. So, ich mache das einmal ganz kurz exemplarisch. Ich klicke jetzt hier Ordner auf Ordner und Projekt. Dann habe ich das dementsprechend alphabetisch sortiert. Das heißt, ich habe jetzt hier oben die 1, dann die 2 und kann das dementsprechend auch anders machen. Dann kann ich das identisch auch mit dem Mitarbeiter machen, mit der Arbeitsart, mit der Notiz oder auch das Datum. Je nachdem, was man gerade sucht, welche Informationen man möchte, ist es hilfreich, dass man hier sortieren kann, und zwar entsprechend aller Spalten. Was haben wir dann unten rechts noch als weitere Information oder Möglichkeit? Je nachdem, wie groß euer Betrieb ist und wie viele Mitarbeiter ihr habt, habt ihr da sehr, sehr viele Einträge. Und wenn man viel auf einmal überblicken muss, dann hat man hier die Möglichkeit, zwischen 10, 25 und 50 Einträgen pro Seiten zu wählen und kann dann dementsprechend durch die einzelnen Seiten gehen. Das ist der Aufbau der Tabelle, wie wir das jetzt gemacht und geändert haben, ein bisschen erweitert. Und jetzt möchte ich euch konkret zeigen, wie man die Filter verwenden kann und welche Filter wir anbieten. Und auch hier wieder speziell vor dem Hintergrund, was haben wir da vor kurzem angepasst und geändert. Das heißt, ich gehe hier einmal oben auf den Punkt Filtern, Nachordnen, Projekt. Jetzt seht ihr schon das erste Neue, alle Projekte meiner Firma zeigen. Das heißt, ich bin wirklich in der Lage, alle Firmenprojekte zu durchsuchen, egal ob die vor einem Monat abgeschlossen worden sind, ob die gestern erst angelegt worden sind oder ob das vielleicht ein anderer Projektleiter angelegt hat. Das heißt, ich muss nicht zwangsweise Teil des Projektes sein. Oder ich habe die Möglichkeit, hier auf den Punkt zu klicken, nur meine Projekte anzeigen. Das heißt, ich habe dann hier in der Auswahl eine eingeschränkte Einsicht und Auswahl über Projekte, in denen ich wirklich Teil bin. Ja? Also diese projektbasierte Ansicht kommt hier wieder zum Tragen, dass ich in der Lage bin, nur nach meinen zu suchen. Es kann hilfreich sein, wenn man sehr, sehr viele Projekte hat innerhalb der Firma, hier diese entsprechende Unterscheidung zu treffen. Jetzt haben wir noch eine weitere Änderung gemacht. Ich gehe hier in den Punkt Musterprojekte rein und dann klicke ich zum Beispiel Austausch Heizung an. Dann sieht man sofort im Hintergrund, dass sich etwas ändert. Das ist das eine. Und vorher war die Ansicht etwas unklar, was denn jetzt wirklich ausgewählt wurde und was neu dazugekommen ist. Und jetzt sieht man hier, jetzt bin ich einen Schritt zurückgegangen. Das heißt, ich sehe jetzt ganz klar, ich habe in dem Ordner Musterprojekte das Projekt Austausch Heizung und aus demselben Ordner den Austausch Bodenbelag gemacht. Genau, kann die hier dementsprechend wieder deaktivieren und hier, ihr seht hier hinten dran, dass sich die Geschwindigkeit auch deutlich verbessert hat. Also wir haben ja deutlich nochmal in die Performance investiert, sodass man die Informationen, die man braucht, so schnell wie möglich erhält. Ich kann hier beliebig viele Projekte markieren, um diese auszuwerten. Da komme ich gleich noch über den dementsprechenden Sinn dazu. So, ich setze den Filter mal zurück. Das heißt, ich kann hier Projekte auswählen. Ich kann hier erstmal eine Unterscheidung treffen zwischen all den Projekten, die es in der Firma gibt oder nur denen, in denen ich wirklich auch Teil bin. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz zu dem Suchfeld etwas sagen, was hier drin ist. Also wir haben hier
die Möglichkeit, nicht nur nach dem Projektnamen zu suchen. Ich mache das einmal exemplarisch. Ich gebe hier Winter ein und dann sehe ich hier im Suchergebnis Wintergarten Meier. Das heißt, er sucht nach dem Namen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt, dass ich nach der ID-Nummer, die hier in der zweiten Zeile kommt, auch suchen kann. Das heißt, das ist oftmals die Auftragsnummer oder die Kundennummer, die wird flexibel benutzt und das ist auch gewünscht von uns so. Und deswegen gibt es hier die Möglichkeit, danach zu suchen. Wenn ich jetzt beispielsweise nur eine Adresse im Kopf habe, dann kann ich hier auch eine Straße eingeben und so wie ich das auch tue, habe ich dann die Möglichkeit, nur nach der entsprechenden Straße zu suchen. Gut. Wie auch in der normalen Projektsuche, ich habe gerade noch ein bisschen hingezoomt, tut mir leid, das war ein bisschen klein, habe ich auch die Möglichkeit, nach dem Status des Projektes zu suchen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu schauen, wo befindet sich das? Den Status, den hatte ich ja vor kurzem in Product Stash haben wir den vorgestellt. Das heißt, ich kann ja auch in Bearbeitung oder wie auch immer ihr den abgeschlossen, ist vielleicht ein besseres Beispiel, wie auch immer ihr den Status benannt habt, suchen und dann sehe ich entsprechend nur die Projekte, die abgeschlossen sind. Das wäre es zum Funktionsumfang und der Funktionsart und was möglich ist mit diesem Filter bzw. mit der Suche. Das heißt, ihr habt ja eine sehr, sehr breite Möglichkeit, entsprechend die Projekte oder das Projekt zu suchen und zu finden, von denen ihr die Arbeitszeiten möchtet. Wenn ich dann in den nächsten Filter gehe, beziehungsweise in das nächste sogenannte Dropdown-Menü, habt ihr jetzt hier alle Mitarbeiter. So. Ihr habt jetzt hier eine Übersicht aller Mitarbeiter, die in den Projekten Zeiten erfasst haben. Das ist einmal von oben nach unten als Beispiel. Dirk at Craftnote Steven, Dirk Steven, natürlich verschiedene Beispielaccounts und die sind dann entsprechend alphabetisch sortiert und dann kann man die auswählen. So, ich mache das einmal ganz kurz und dann seht ihr, dass sich im Hintergrund direkt die Tabelle dementsprechend auch aktualisiert und einmal, um die Suche zu zeigen, hier könnt ihr deinen Namen eingeben. Das heißt, wenn ihr 20 oder mehr Kollegen habt, die in den Projekten Zeiten erfassen, dann kann es schnell übersichtlich, unübersichtlich werden. Und deswegen ist es sehr, sehr wertvoll, hier die Suche zu haben. Und dann dementsprechend den Kollegen anklicken und dann hat man sofort das Ergebnis. Wie ihr jetzt hier in dem Beispiel seht, hat der Hans Meier für den letzten Monat, der gerade vor ausgewählt ist, keine Zeiten erfasst. So, ich setze den Filter wieder zurück und komme jetzt noch einmal zur Arbeitsart. Das Verhalten ist hier gleich und das haben wir jetzt auch vor mit dem letzten Update der Arbeitszeitenauswertung eingeführt, dass man auch hier eine Suche hat, weil durchaus aufgrund der verschiedenen Arbeitsarten, die man selbst hinterlegen kann, hier eine größere Anzahl sein kann. Es wird teilweise auch durchnummeriert, je nachdem, ja, Dirk hat es kurz schon angesprochen, je nachdem, was es für eine Kostenstelle ist, werden dann da verschiedene Formeln oder verschiedene Benennungen gewählt, angefangen von denen durchzunummerieren oder einen bestimmten Buchstaben vorne dran zu setzen. Da ist alles möglich und dabei. Und auch hier gilt, ich kann das anklicken und sofort tut sich im Hintergrund die Tabelle aktualisieren und ich habe sofort die Daten zur Verfügung, die ich haben möchte. Gut. Der letzte Filter, den wir hier anbieten, ist der Zeitfilter, einmal von oben nach unten. Ich kann mir einmal alle Anträge anzeigen lassen, nur die von heute, von gestern, letzte Woche, letzter Monat oder Benutzer definiert. Und dann, wenn ich auf Benutzer definiert klicke, habe ich hier zusätzlich die Auswahl und kann sagen, vom 1.10. bis 31.10. oder dementsprechend ein flexibles Datum. Gut. Das sind alle Funktionen, die wir haben und ich möchte euch jetzt konkret drei Beispiele nennen, die sehr, sehr viele Kunden verwenden, auf einer täglichen Basis oder wöchentlichen Basis, um Informationen zu bekommen. So, ich fange an mit der projektbasierten Arbeitszeitauswertung. Also das, worauf wir wirklich am meisten Wert legen, dass alles projektbasiert ist und das, was der Dirk auch schon gesagt hat, das ist keine Lohnarbeitszeiterfassung mit allem drum und dran, was Urlaub und Co. einfügt, sondern wir wollen wirklich wissen, was ist in dem Projekt passiert.
Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier, ich interessiere mich heute für das Projekt, was Badsanierung MHK heißt, weil ich weiß, dass das vor kurzem abgeschlossen wurde. Das heißt, ich gehe hier hin und wähle mir dann das Projekt aus. Jetzt habe ich in meiner Vorkalkulation, die ich in dem ERP-System gemacht habe, habe mir überlegt, dass man, dass diese Badsanierung 40 Stunden dauern sollte. Das ist ein Erfahrungswert von mir. Habe schon unzählige Sanierungen gemacht. Ist nur eine kleine Baustelle, deswegen nur 40 Stunden. Und ich weiß, dass die jetzt abgeschlossen ist und ich will sehen, lag ich damit in dem Bereich, den ich mir vorgestellt habe. So, ich habe das jetzt ausgewählt. Zusätzlich sage ich jetzt hier alle Einträge für das entsprechende Projekt. Das heißt, ich sehe nur noch Einträge von Badsanierung MHK, habe keine Eingrenzung, was die Arbeit angeht und habe keine Eingrenzung, was die Mitarbeiter angeht, die auf das Projekt gebucht haben. Und jetzt sehe ich hier unten, ich zoome hier auch nochmal hin, die Gesamtanzahl der Stunden, die für das Projekt erfasst worden sind. So, jetzt habe ich die Information, das Projekt ist abgeschlossen. Ich habe kalkuliert, dass ich 40 Stunden brauche. Und jetzt habe ich fest, jetzt stelle ich fest, dass ich nur 19 Stunden und 49 Minuten gebraucht habe. Jetzt gibt es verschiedene Dinge, die ich mir denken kann. Entweder der Mitarbeiter hat vergessen, die ein oder andere Stunde zu erfassen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal in die Tabelle rein und schaue, an welchen Tagen er wie viele Stunden erfasst hat. Um dann zu gucken, ob er vielleicht etwas vergessen hat, weil ich weiß, er war dort. Ja, muss ich wieder hinterher telefonieren, beziehungsweise ihn in CraftNote schreiben, dass er bitte die Zeiten noch nachtragen soll. Oder ist es tatsächlich so, dass er deutlich schneller fertig geworden ist. Ja, dann schaue ich eventuell in die Notizen rein und dann schreibt der Kollege, dass er aus welchen Gründen auch immer schneller fertig geworden ist. Und dann habe ich zumindest für mich die Sicherheit, dass die Baustelle wirklich fertig ist, dass alle Stunden erfasst worden sind. Und dann habe ich die Information, wie viele Stunden ich dann effektiv für dieses Projekt auch abrechnen kann. Also, Szenario 1 ist, ich möchte wissen, wie viele Gesamtstunden sind auf das Projekt gebucht worden. Das kann ich im Abschluss des Projektes beurteilen oder der Baustelle oder des Bauvorhabens. Das kann ich aber auch währenddessen überwachen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich gucke mir einmal die Woche, gucke ich an, hat jeder, der auf der Baustelle ist, für diese Baustelle auch Zeiten erfasst. Jetzt sehe ich hier nur, dass der Dirgit CraftNote getrackt hat. Ich weiß aber eigentlich, der Hans Meier müsste dort auch sein. Das heißt, ich kann dem Hans Meier nochmal schreiben, erfasst doch bitte deine Zeiten. Ja, das heißt also, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie einen Zettel erstellen und dem mit auf die Baustelle geben und das nochmal gegenzeichnen lassen oder was auch immer es für Konstellationen gibt, sondern er kann das jetzt einfach nachtragen und dann habe ich die Gewissheit, dass meine Arbeitszeiten, die ich auf das Projekt geleistet habe, auch abrechnen kann. Das zweite Beispiel, das ich euch kurz zeigen möchte, ist, dass die Übersicht über die einzelnen Mitarbeiter. Ich weiß, beziehungsweise ich sage zu meinen Kollegen, dass sie jeden Tag ihre Arbeitszeiten erfassen sollen. Und jetzt habe ich sehr, sehr einfach die Möglichkeit, wenn ich einmal morgens früh in CraftNote reingehe oder am Abend, dann klicke ich auf den entsprechenden Mitarbeiter und mache keine weitere Eingrenzung. Das heißt, ich schaue mir alle Zeiten an, die der Mitarbeiter erfasst hat, projektunabhängig, arbeitsartunabhängig. Und jetzt kann ich hier reingehen und mir das nach Datum sortieren lassen. Und in einem normalen Arbeitstag oder bei den Projekten allgemein ist es so, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir erfassen da kein Urlaub, wie gesagt, oder Co., dass der eigentlich jeden Tag Zeiten erfassen muss, weil sonst stimmt irgendwas nicht. Und jetzt kann ich hier für die letzten Tage oder Wochen durchgehen oder für den letzten Tag und gucken, hat der gestern seine Zeiten erfasst, hat der vorgestern seine Zeiten erfasst. Das heißt, ich habe hier sehr, sehr schnell den Einblick, hat der seine Arbeit eingetragen beziehungsweise die entsprechende Arbeitszeit hier in CraftNote hinterlegt. Und habe dann für mich die Gewissheit, dass die Stunden dann am Ende des Tages nicht fehlen und dass ich die dementsprechend auch in Rechnung stellen kann. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr schnell die Möglichkeit, den Mitarbeiter dann kurz noch mal ein bisschen anzutippen und zu sagen, na, hast du schon wieder vergessen, deine Zeiten einzutragen, kümmere dich mal drum. Wenn man das ein paar Mal macht, dann haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht, dass die Kollegen das sich dann auch irgendwann dran halten. Wir denken aber noch drüber nach, eine automatische Erinnerungsfunktion zu machen. Also falls ihr sowas für hilfreich findet, gerne melden, dann können wir da auch drüber nachdenken.
Genau. Das heißt, ich kann die Mitarbeiter durchgehen, gucken, ob die jeden Tag die Zeit erfassen, oder ob dementsprechend der Polier die Zeit für die Kollegen erfasst hat. Denn nicht immer ist der Kollege auf der Baustelle, hat ein Handy dabei oder ist dafür zuständig selber. Gut. Das war also die zweite Möglichkeit. Ich kann die einzelnen Mitarbeiter durchgehen und schauen und überprüfen und dementsprechend dann auch nachbearbeiten, wenn sie keine Zeiten erfasst haben. Und der letzte Anwendungszweck, den ich euch kurz zeigen möchte, das ist die Tages- oder Wochenauswertung oder Wochen- und Monatsübersicht. Also die Daten sind flexibel. Ich zeige euch jetzt mal konkret letzte Woche. Ja, ich habe jetzt einen überschaubaren Betrieb mit wenigen Mitarbeitern, sage ich mal, und ich will mir jetzt alles angucken, was die letzte Woche gelaufen ist und wie viele Zeiten ich gearbeitet habe. Denn ich kalkuliere ja auch mit Zeiten, die ich effektiv abrechnen kann und die müssen dann hier auch auftauchen. Ja? Und das heißt dann, wenn ich mir jetzt konkret sage, die letzte Woche habe ich bei meinen drei Arbeitern x Stunden, die eigentlich erfasst worden sein müssten, und dann kann ich hier sehen, dass potenziell weniger oder mehr erfasst wurde. Und dann kann ich dementsprechend gucken, wo ist denn die Arbeitszeit denn verloren gegangen? Also warum konnten die nicht die, nehmen wir mal an, 7 Stunden am Tag erfassen, sondern es waren im Schnitt nur 5. Also hatten die besonders weite Anfahrtswege, haben die irgendwo anders Zeit verplempert, haben die Zeit nicht richtig erfasst, und kann so gucken, wo mein Betrieb, wenn ich die wochenweise vergleiche, wo der steht. Also wie viel sind die durchschnittlichen Stunden, die ich abrechnen kann? Verändert sich das im Laufe der Zeit? Wie viel Fahrzeit habe ich? Wie viel Rüstzeit habe ich? Je nach Gewerk und Betrieb natürlich unterschiedlich. Aber so habe ich die Möglichkeit zu gucken, wie viel ist letzte Woche erfasst worden. Ja, das mögen dann 140 sein. Die Woche davor waren es 160. Warum sind das jetzt 20 Stunden weniger? Ja, wurde da Überstunden gemacht? Oder wurde, wie gesagt, viel Zeit bei der Fahrzeit verbracht oder Co. Und kann dann dementsprechend gucken, ob ich was optimieren kann oder wo was schief läuft oder ob es tatsächlich einfach nur am Mitarbeiter läuft, hängt. Genau. Das sind die drei Möglichkeiten, die mit am häufigsten sind. Also die projektbasierte Auswertung, um zu schauen, wie viel hat mein Projekt aktuell an Stunden gebracht oder am Schluss des Projektes. Dann die einzelnen Mitarbeiter auf einer täglichen Basis angucken und auf einer wöchentlichen Basis. Und dann allgemein die Wochen- und Monatsstunden, um zu schauen, wie viele Stunden in meinem Betrieb abrechenbar sind, und was ich da für Möglichkeiten oder für Verbesserungspotenzial habe. Als nächsten Punkt auf meiner Liste möchte ich euch die Exporte zeigen und erklären. Ich habe jetzt mal, wie ihr gerade gesehen habt, den Filter schon auf letzten Monat gestellt und kann jetzt hier oben rechts, das ist eine Bezahlfunktion, das heißt, das steht für Inhaber, die Pro-Lizenz oder die Premium-Lizenz haben zur Verfügung. Und es werden alle Arbeitszeiten angezeigt von Mitarbeitern, die ebenfalls mindestens die Pro-Lizenz haben. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter von mir Basic ist, dann wird er hier nicht in der Tabelle angezeigt, beziehungsweise ich kriege im Export seine Daten nicht. So, dann machen wir das einmal beispielhaft. Und zwar klicke ich dann hier drauf, oben rechts, exportieren als. Auch in der letzten Überarbeitung hinzugekommen ist dieser XLSX-Export. Das hört sich ein bisschen sperrig an, aber allen von euch müsste das bekannt sein. Das ist schlichtweg der Excel-Export. Ich klicke jetzt hier drauf und dann seht ihr hier oben so ein kleines Feld. Das ist auch relativ schnell wieder weg. Das den Export anzeigt. Ich mache das nochmal ganz kurz und klicke auf die Details, dann hat man nochmal eine andere Übersicht. Ich gehe mal ganz kurz auf alle Einträge und gucke, ob das etwas länger dann da ist. Genau. Das sieht man, dass der Export vorbereitet wird. Das dauert 2, 3 Sekunden, je nach Anzahl der Dateien, je nach Anzahl der Zeiten. Ich wechsle jetzt den Bildschirm auf einen dieser Exporte und erkläre euch, wie diese Exporte aufgebaut sind, was drin ist, wie die Spalten sind und was man damit machen kann. So, ich warte 2, 3 Sekunden, damit die Tabelle auch wirklich da ist. Das sieht gut aus. So, ich habe jetzt den Export schon vorbereitet. Ich habe einfach nur das Fenster gewechselt. Das ist jetzt der CSV-Export, und ich gehe einmal von links nach rechts durch. Also ähnlich wie die
Tabelle, die ihr in unserer Web-App seht, ist jetzt auch der Export aufgeteilt. Das bedeutet, wir haben den Ordnernamen, falls vorhanden, anschließend den Projektnamen, dann nach wie vor noch den Aufgabennamen und dann haben wir in entsprechender Reihenfolge den Arbeitstyp, ID-Nummer, den Mitarbeiternamen, Nachname, Vorname, das Datum, wann die Zeit erfasst wurde und dann folgende entsprechende weiterführende Informationen. Also, wir haben hier die Startuhrzeit. Konkretes Beispiel 8 Uhr, das Enduhrzeit 14 Uhr und zwei Spalten später steht dann die Pausenzeit in Dezimalschreibweise, weil viele Programme eben nicht in der Lage sind, wenn ich jetzt hier 45 Minuten schreiben würde, das weiter zu verarbeiten. Deswegen steht hier 0,75. Ich zoome noch mal ein bisschen rein, damit man es besser lesen kann. Und daraus ergibt sich eine Bruttoarbeitszeit von 6 Stunden, also 14 minus 8. Und abzüglich der Pause sind es dann 5,25. Das heißt, ich weiß, was ich effektiv abrechnen kann und entsprechend noch die Notizen hier dran. Das bedeutet, ich habe alle Informationen, die ich brauche, um das weiterzuverarbeiten, egal ob das jetzt nochmal händisch anzupassen für den ERP-Import, ja, in die Branchensoftware rein oder ob ich das für meine privaten Aufzeichnungen brauche, um dann noch irgendwelche Auswertungen zu machen. Oder um das zum Beispiel ins Lohnprogramm, also um das weiter zu verarbeiten und die Informationen noch zu ergänzen, die in Craft noch nicht vorhanden sind, um das zum Beispiel dann zu DATEV hochzuladen. Gut, das bedeutet, ich habe hier einmal die Möglichkeit, den CSV, den ich hier gezeigt habe, zu exportieren oder dieses einfache Excel-Format und die Daten dann dementsprechend zu modifizieren, Zeilen und Spalten anzupassen, so wie ich sie brauche und die dann dementsprechend weiterzuverarbeiten in Fremdprogramme oder einfach nur für die eigene Datensicherung. Dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass alles, was ihr jetzt hier seht, also die Arbeitszeit netto ist berechnet, das nicht, aber den Rest könnt ihr über unsere Schnittstelle oder kann über unsere Schnittstelle ausgelesen werden. Also von zum Beispiel, wie wir das in dem letzten Webinar mit QMate gezeigt haben, da haben wir es noch händisch gezeigt, dass das exportiert wird als CSV. Aber der nächste Schritt ist, was QMate jetzt auch schon umgesetzt hat, sind mit am schnellsten, deswegen betone ich das jetzt gerade, es freut mich immer, dass man das automatisiert übertragen kann. Das heißt, man muss jetzt nur noch in QMate auf einen Button klicken und alle Zeiten, die für ein bestimmtes Projekt hinterlegt worden sind, werden dann automatisch im ERP-System verarbeitet und dann kann ich dementsprechend weitergehende Auswertungen machen oder was auch immer notwendig ist. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass CraftNote keine Insellösung ist, sondern gucken, dass die Anbindung dementsprechend funktioniert und man die Daten nicht händisch irgendwo austragen muss. Genau, das wäre es zu dem Thema Web-App, zu dem Thema Auswertungen der Zeit, die Funktionen, die wir da anbieten, wie der Aufbau der Tabelle ist und was man damit machen kann. Ich würde jetzt in die mobile App wechseln und euch einmal alle Möglichkeiten zeigen, die wir dort haben. So, ich teile jetzt meinen Screen von Android. Die iOS-User sollen jetzt bitte nicht abgeschreckt sein. Das ist sehr, sehr ähnlich, fast identisch auf iOS. Und ich zeige euch jetzt alles, was wir auf der Baustelle oder wie wir umgesetzt haben, damit man auf der Baustelle seine Zeiten erfassen kann. So, das heißt, der Mitarbeiter oder der Projektleiter, wie wir es nennen, der ist jetzt auf der Baustelle, der ist in verschiedenen Projektordnern und dementsprechend auch in verschiedenen Projekten drin. Wir haben jetzt nach wie vor verschiedene Möglichkeiten, seine Arbeitszeit zu erfassen und das hat auch entsprechende Gründe, die ich auch ganz kurz erklären möchte. Also ich starte jetzt einmal
den einen der möglichen Abläufe. Also ich wähle wieder den Wintergarten Meier und gehe jetzt in den sogenannten Arbeitsbereich und dann ist die Arbeitszeiterfassung vorausgewählt. Jetzt sehe ich hier die vorangegangenen Einträge. Hier habe ich die Möglichkeit, auch um es einmal gezeigt zu haben und der Vollständigkeit halber, ich bin jetzt hier mit dem gleichen Account eingeloggt, ich bin sozusagen wieder Inhaber und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das haben auch die anderen, die Arbeitszeiten, die in dem Projekt erfasst worden sind, zu filtern. Einmal kann ich sagen, alle Einträge und dann kann ich auch sagen, ich möchte nur die mir zugewiesenen, also die Zeiten, die ich erfasst habe, hier sehen. So, das ändert sich dann dementsprechend die Anzeige. Dann vom Aufbau sieht man verschiedene Unterteilungen. Also man sieht jetzt hier die Überschrift frühere Einträge, dass ich davon 13 habe und dementsprechend wann ich die Zeiten erfasst habe und wie viel. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Also angenommen, ich habe jetzt den ganzen Tag gearbeitet, ist ja auch schon 6:45 und ich möchte diese Arbeitszeit dementsprechend jetzt erfassen. Dann gehe ich hier auf manuelle Arbeitszeiterfassung und habe hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich dazu, das kann man auch einstellen, was einem lieber ist, die manuelle Zeiterfassung oder die Arbeitszeiterfassung per Uhr. Und dann kann ich sagen, ich weiß, ich habe heute um 8 Uhr angefangen und jetzt wird es auch langsam Zeit für den Feierabend. Deswegen 18. Na, sagen wir mal 18:30. Heute ist der 3.11. Ich habe 45 Minuten Pause gemacht gegen Mittag und ich wähle dementsprechend meine Arbeitsart aus, was bei uns relativ einfach ist, weil ich muss einfach nur sagen, dass ich gearbeitet habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier eine entsprechende Notiz noch zu hinterlegen, um vielleicht genauer zu beschreiben, was ich getan habe, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe. Oder ich lasse es einfach, wie es ist. Das kommt wieder auf den Betrieb drauf an, ob es wichtig ist, zu erfassen, was man da genau gemacht hat und wie detailliert man das braucht. Jetzt stehe ich vor der Frage, ich bin jetzt angenommen der Polier auf der Baustelle, will ich diese Arbeitszeit auch für meine Kollegen, die heute mit mir auf der Baustelle waren, mit erfassen? Wenn das der Fall ist, dann gehe ich hier auf Mitarbeiter und dann habe ich hier die Möglichkeit, nicht nur mich, ich bin vorausgewählt, sondern auch meine anderen Kollegen mit auszuwählen und dann taucht das hier entsprechend auf. Und dann habe ich den Effekt, dass nur eine Person Arbeitszeit erfassen muss, ich aber für drei Kollegen die Arbeitszeit dann erfasst habe. Das geht sowohl in dieser Ureingabe als auch in der manuellen Eingabe. So, ich mache das jetzt einmal exemplarisch und dann sieht man, dass sich die Ansicht hier verändert. Und zwar habe ich heute drei Arbeitszeiten in diesem Projekt und dann sehe ich bei den Namen dementsprechend einmal Herr Steffen, Meier und Lohner. Und wenn ich jetzt hier draufklicke und sage, ich möchte aber nur, was für mich relevant ist, sehen, dann klicke ich dorthin und dann sehe ich, ah ja, ich habe heute einen ziemlich langen Tag mit 9:44, aber ich weiß, dass ich meine Arbeitszeit heute erfasst habe. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit, direkt ins Projekt zu gehen, entweder nur für mich oder für andere am Ende des Tages oder am Ende eines Arbeitsschrittes die Arbeitszeit zu erfassen. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, dass also direkt nachdem ihr die Fahrzeit erbracht hat, also nachdem er zur Baustelle gefahren ist, dass er dann direkt das Handy in die Hand nimmt und bei Craftno die Arbeitszeit hinterlegt oder dass er am Ende des Tages sagt, okay, von heute früh von 6:30 bis 7:10 hatte ich Anfahrt, von 7:10 bis 9 habe ich gearbeitet, dann gab es Vespa, dann habe ich wieder gearbeitet bis um 12. Das heißt, es ist flexibel, ob der das dementsprechend nach den Arbeitsschritten tut oder einmal am Ende des Tages. Zusätzlich aufgrund der großen Nachfrage haben wir nicht nur das, sondern auch die sogenannte Stechuhr. Was ist die Stechuhr? Man wählt das hier in dem Projekt aus, klickt auf Stechuhr und sagt dann, das ist Arbeitszeit. Und jetzt seht ihr, dass ich hier ein erweitertes Feld aufgetan hat, in dem ein bisschen erklärt wird, was da passiert. Das heißt, bevor er früh ins Auto steigt, macht der Craftnote auf und sagt, dass jetzt beginnt meine Fahrzeit. Dann kommt er auf der Baustelle an und dann möchte der direkt wechseln in den Bereich Arbeitszeiterfassung. Das heißt, er klickt dann auf Wechseln und kann dann direkt die entsprechende Folgearbeitsart
auswählen. Und unten drunter seht ihr dann, dass die vorangegangene Arbeitszeit direkt sichtbar ist. Das heißt, ich sehe eine Minute Arbeitszeit, war jetzt ein bisschen spontan und fix, aber fürs Zeigen ist das, glaube ich, ganz gut. Zusätzlich habe ich hier die Möglichkeit, die Arbeitszeiterfassung zu pausieren oder am Ende des Tages, wenn ich mit allem fertig bin, einmal zu beenden. Das mache ich jetzt einmal exemplarisch, dann werde ich nochmal sicherheitshalber gefragt und beide Einträge sind dann dementsprechend hier zu finden. Dann möchte ich noch zwei, drei Worte sagen zu den Rollen und Rechten beziehungsweise zu Bezahlversion und Nicht-Bezahlversion. Alle Mitarbeiter, egal ob Basic oder Pro, haben die Möglichkeiten, die ihr gerade gesehen habt und auch auf beiden mobilen Plattformen. Das heißt, egal ob ihr in der iOS-Welt oder der Android-Welt zu Hause seid, ihr habt hier die Möglichkeit, die Zeiten zu erfassen über die Stechuhr oder über das manuelle Tracking. Zusätzlich ist es so, dass der Mitarbeiter nur eine begrenzte Zeit hat, seine eigenen Arbeitszeiteinträge im Nachhinein zu verändern. So möchten wir vermeiden, dass jemand 2 Wochen, nachdem er dort war, feststellt, er hat Quatsch gemacht, beziehungsweise er hat seine echte Zeit eingetragen und das nachträglich dann verändert, dass das einfach eine Verfälschungssicherung hat. Ja, also man kann nicht beliebig lange nachträglich seine Arbeitszeiten verändern als Mitarbeiter. Dann möchte ich noch auf den sogenannten meinen Arbeitsbereich eingehen. Das heißt, ich komme jetzt aus dem Projekt heraus und gehe in den meinen Arbeitsbereich. Hier sehe ich alle Zeiten, die ich erfasst habe für aktive Projekte. Aktiv heißt, dass die noch nicht archiviert worden sind. Ja, und das heißt, ich kann hier sehen, ob ich für jeden Tag etwas erfasst habe, ob noch irgendwo was fehlt, wie viel Zeit ich erfasst habe. Das ist sozusagen nochmal eine Kontrolleinheit für den Mitarbeiter selber. Das hilft, wenn der da einmal am Tag hinschaut und dann sieht er, hat er für die letzten Tage was erfasst, hat er für heute was erfasst und so weiter und so fort. Hier habe ich dann auch wieder das Plus und kann dann dementsprechend wieder eine manuelle Zeiterfassung machen oder eine Stechuhr. Oder die Stechuhr anwerfen und dementsprechend auch aus dieser Ansicht heraus Arbeitszeiten erfassen. Genau. Dann zeige ich noch einmal, weil ich es vorhin ganz kurz angesprochen habe, ich bin jetzt ganz kurz ins Projekt gegangen, ich klicke auf manuelle Arbeitszeiterfassung, wie man eigene Arbeitsarten hinzufügt bzw. vorhandene editiert bzw. löscht. Ich klicke auf die Arbeitsart und jetzt habt ihr hier oben rechts so einen kleinen Stift, da könnt ihr draufklicken und jetzt könnt ihr sehen, dass ihr die selbst angelegten Arbeitszeiten löschen könnt und beliebig viele neue Arbeitsarten selbst anlegen könnt. Das heißt, wenn ihr andere braucht, dann ist hier der Punkt, wo ihr das einmalig festlegen müsst und dann ist das verfügbar in der ganzen Firma für alle Mitarbeiter in den entsprechenden Projekten. Und damit wäre ich mit meiner ausführlichen Erklärung über die Arbeitszeiterfassung, angefangen von der vom Arbeitszeiten-Dashboard bis hin zur Arbeitszeitenerfassung in den mobilen Geräten für heute durch. Dann komme ich nochmal gleich mit dazu rein. Manuel, danke für die ausführliche Ausführung. Ich habe auch gesehen, dass im Chat sich einiges getan hat. Also da geht es bunt zu. Ich denke, dass da die Annika gleich auch nochmal entsprechend drauf eingehen wird. Ich gehe gerade mal nochmal kurz in die nächste oder auf die andere, auf den anderen Bildschirm, auf die andere Kamera kurz. Dann kann die Annika dann locker dazukommen. Ja, ich denke, wir haben vor allem einige Hinweise auch, was externe Projektbeteiligte, wie die ausgewertet werden können, wie die dazugenommen werden können. Wir haben einige Informationen oder Anregungen auch gekriegt, was das Thema Web-App anbelangt, dass da die Eingabemöglichkeit gewünscht werden.
Ich sehe, dass die Annika mit dazugekommen ist. Deshalb gehe ich dann nochmal direkt zurück in die Q&A-Session. Hi Annika. Ja, auch dir ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Ich hatte gerade vorher schon mal kurz angedeutet, dass du die PO-Kollegin vom Manuel bist. Ja, sag einfach mal kurz ein paar Worte zu dir und auch gerne, wie lange du dabei bist. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute auch mal dabei sein durfte. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich in dieser Runde sein kann. Und genau, also meine Rollenbeschreibung klingt sehr, sehr ähnlich wie die von Manu. Von daher mache ich das auch ganz kurz. Also ich bin die Annika, ich bin auch hier PO, arbeite seit ungefähr 1,5 Jahren hier, bin ich schon dabei. Und mein Alltag besteht daraus, zu verstehen, wie wir Craftnode besser weiterentwickeln können und mit unserem wunderbaren Engineering-Team zusammenzuarbeiten und sicherzugehen, dass das auch so gebaut wird, dass das andere nutzen können, außer nur unsere Engineering-Kollegen. So sieht's aus. Ja, herzlichen Dank dafür. Annika, du hast ja im Hintergrund, also zunächst einmal vielleicht noch eins. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für eure Arbeit grundsätzlich und vor allem auch für die Arbeit des Engineering-Teams im Hintergrund bedanken, weil was wären wir an der Front, das Team, das im Sales unterwegs ist, was wären wir an der Front, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund nicht hätten? Also auch mal von hier aus ein Dankeschön, auch nicht nur das Engineering-Team, auch das QS-Team und auch die Kollegin, die im Support, die Nicole, die im Support auch immer wieder ja, Dinge aufnimmt und für euch zur Verfügung steht. Ja, nochmal kurz auf den Chat eingegangen, auf das, was du so beobachtet hast, was so an Fragen reingekommen sind. Ich habe gesehen, du hast auch fleißig geantwortet. Ich hatte es ja gerade schon kurz angedeutet, das sind unterschiedliche Themen, die da ja schon teilweise auch ein bisschen emotional diskutiert wurden. Vielleicht gibst du uns gerade noch mal kurz eine Zusammenfassung davon. Genau, also das eine, was immer wieder aufgekommen ist, ist auf jeden Fall das Thema Externe, mal den einen oder anderen Kollegen, der hier oder da mal eine Stunde dabei ist. Da kann ich auch direkt mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das sieht folgendermaßen aus. Also wir haben eine Funktion, um Externe in das Projekt einzuladen. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit einem Subunternehmer arbeitet und nicht möchte, dass sie direkt in Unternehmen unterwegs sind, aber nur für dieses eine Projekt, dann kann man die über diesen externen Reiter einladen, also unter Mitarbeiter auf das Plus klicken. Und da kann man die einladen, die können auch Zeiten erfassen. Das heißt, für dieses Projekt können die da ein paar Zeiten erfassen. Und so lässt sich das auch gut ergänzen, falls man hier und da mal jemanden hat, der dabei ist. Genau, dann würde ich hier direkt dann auch weitermachen. Der Rudolf Stiele hat ja gerade gefragt, wegen den Arbeitsarten zu bearbeiten. Ja, das geht. Einfach auf mobil. Also das heißt auf iOS oder auf einem Android-Gerät. Wenn man die Inhaberrolle hat, dann macht man einfach einen Zeiterfassungseintrag auf und klickt da auf die Arbeitsarten und da kann man beliebig viele hinzufügen oder welche rauslöschen. Das ist Ja, die also Frage auch hier so ein war jetzt nochmal ganz konkret, ob Durchnummerierung und Reihenfolge ändern möglich ist. Kann ich jetzt ich selber keine Aussage dazu treffen? Weißt du da direkt eine Antwort drauf noch? Auf welche Frage ganz Gerade vom schnell? Rudolf Stiele, der hat noch gefragt: Einfügen, durchnummerieren, Reihenfolge ändern, wie sie angezeigt wird. Noch nicht möglich. Wir nehmen es sehr gerne als Feedback mit. Aber aktuell ist es nur möglich, sie anzulegen. Genau. Also, dazu kamen dann noch ein paar schöne Ideen, was Erinnerungsfunktionen angeht. Da war auch eine gute Diskussion. Fand ich sehr, sehr schön. Und da waren noch ein paar Fragen zu Feiertagen und Urlaub einzutragen. Also Stand jetzt kann man das machen in der Plantafel. Da ist dann unten der Reiter von verschiedenen Möglichkeiten, die man da anlegen kann. Das heißt, wenn man Azubis hat, kann man Schulungen machen zum Beispiel. Das lässt sich alles in der Plantafel eintragen.
oder sonst über eine Arbeitsart anlegen. Aber da gibt es keine weiteren Funktionen. Das heißt, ich würde es erstmal über die Arbeitsart machen. Ja, auf jeden Fall sind auch sehr viele Ergänzungen bzw. ja, Ideen mit reingekommen. Da vielleicht auch von meiner Seite her mal ganz kurz noch ein Hinweis: unter dem Video, was ihr seht, habt ihr ja noch einen ergänzenden Text mit dazu. Da ist auch ganz unten der Link nochmal zu unserem Product Stash mit drin. Die Plattform, wo man jederzeit einsehen kann, an welchen Dingen wir gerade dran sind, beziehungsweise auch solche ergänzenden Ideen da mit einbringen kann, gegebenenfalls auch Ideen, die Kollegen schon eingereicht haben, bewerten kann. Also unsere POs beziehungsweise die Entwickler gucken sich auch regelmäßig da die Eingänge von Ideen und weiterführenden Themen an. Und da dürft ihr euch dann gerne auch dran beteiligen. Definitiv, da gucken wir immer wieder sehr gerne rein, auch auf das Voting, da sieht man auf jeden Fall Themen, die direkt hochgehen, also auch wenn die Idee schon da ist, Daumen hoch, wir gucken da regelmäßig rein. Gut, gibt es sonst irgendwelche Fragen, die noch offen waren, die man jetzt vielleicht hier noch mit beantworten könnte? Genau, es war hier, ich gucke gerade, kommen noch gerade ein paar Sachen rein. Hier ist noch eine Frage zu der kalkulierten Zeit. Auch da noch nicht möglich, aber eine sehr schöne Idee. Die nehmen wir uns sehr gerne auch mit. Und bei Yoxen steht, die externen Nutzer, die sollten erstmal auswerfbar sein. Von daher, falls es nicht funktioniert, sehr gerne an hilfe@mycorporate schreiben. Die Kollegen gucken sich das gerne an. Das heißt, aktuell sieht so aus, dass Zeiten von externen Projektbeteiligten, die eingetragen wurden, auch ausgewertet werden können. Die kann man auch sehen. Okay. So ist was. Gut. Wir gehen auf jeden Fall den Chat nochmal durch, werden im Nachgang auch nochmal gucken, ob die eine oder andere Frage noch offen ist. Dann werden wir es auch in unserer internen Facebook-Gruppe, Facebook Entwicklung und Feedback heißt die Gruppe, da könnt ihr auch gerne reingehen. Da werden wir auch nochmal den einen oder anderen Hinweis oder die eine oder andere Ergänzung bringen, wenn wie gesagt noch Fragen offen sind. Ansonsten bedanken wir uns für das Teilnehmen. Ich bedanke mich, Manuel, bei dir, Annika, bei dir, dass ihr dabei wart und freue mich auf die weiteren Online-Seminare, die wir wieder gemeinsam machen. Also wir hatten ja angedeutet, dass wir jetzt auch wieder regelmäßig auf eigene Themen eingehen, dass wir im Prinzip die Dinge, die wir da bei uns in CraftNote weiterentwickeln, dass wir die auch nochmal ausführlicher so darlegen und darstellen. Wie gesagt, herzlichen Dank. Dürft uns auch gerne einen Daumen unter dem Video dalassen. Dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr da auch regelmäßig informiert werdet, wenn neue Dinge wieder mit eingestellt sind. Wir freuen uns auf alles, was von eurer Seite her auf uns zukommt. Und ein Hinweis habe ich noch, auch unter dem Video habt ihr noch einen Link. Also wenn jetzt ihr sagt, okay, Mensch, jetzt ist mit der Zeiterfassung, das ist jetzt genau so, wie ich es mir das vorstelle und die Pro-Version buchen wollt, da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, gegebenenfalls euren Test, um in Anführungszeichen 30 Tage zu verlängern, weil wir da nochmal einen Link für eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, also wenn ihr jetzt Basic-User seid und gegebenenfalls die Arbeitszeitenerfassung und das Dashboard, die Auswertung, da nochmal testen wollt, könnt ihr da nochmal ganz konkret drauf eingehen. Ja, nochmal herzlichen Dank an euch zwei. Letzte Worte von euch. Ich würde auch nochmal Danke sagen. Ich würde mich über Feedback freuen, ob euch das Seminar so vom Aufbau gefallen hat, ob das euch ausführlich genug war, ob wir noch weitere Beispiele unterbringen sollen. Denn das ist uns ein Anliegen, dass alle Funktionen klar sind, dass die Rechte und Rollen klar sind. Und da würde ich mich einfach drüber freuen. Ja, das ergänze ich kurz mit einem großen Dankeschön an der sehr aktive Chat. Es hat Spaß gemacht, den betreuen zu dürfen.
Und da musste ich ganz, ganz fleißig nebenbei mitschreiben für die ganzen schönen Ideen, die reinkommen. Also vielen Dank. Ja, also bleibt gesund, gute Zeit und ja, wir sehen und hören uns. Bis dann. Servus.